Hallo liebe Leute und weiter geht's mit Super Bomberman 5 und ab ins Portal. Ich will's nicht zu spannend machen, denn uns erwarten noch einige Level, die wir ja noch bewältigen wollen. Zumindest will ich es und wir sind in Zone 215. Es geht wenigstens aufwärts. Vielleicht erwartet mich wirklich, wenn ich das hier absolviert habe, der nächste neue Boss. Weil die zweite Zone hat ja auch zwei Bosse und den einen habe ich glaube ich noch gar nicht bekämpft gehabt. Auf jeden Fall die ganze obere, untere Reihe. Auf jeden Fall einiges der Level, die ich noch nicht betreten habe, sind dadurch schon mal betreten in der zweiten Zone. In der ersten Zone sind es ja noch zwei, die mir übrig bleiben. Ist nur die Frage, ob ich die jemals betreten werde. Bei der hohen Wahrscheinlichkeit, überhaupt einen goldenen Partei noch zu bekommen in der ersten Zone. Die ich ja erstmal lassen werde. Naja, ich werde ja sehen, aber erstmal versuche ich mich ja soweit noch durchzukämpfen. In den Level, die ich so... Da ist ein Leben! Das hole ich mir auf jeden Fall. Deswegen locke ich diesen Gegner einfach mal hier kurz hoch. So, und das Leben ist mein, das Leben ist mein. Ja. Ich habe wieder drei Leben. Wo habe ich denn das andere hergekriegt? Wo habe ich das zweite Leben hergekriegt? Beim letzten Mal hatte ich auf jeden Fall nur eins, also nur eins da stehen. Deswegen wundert mich das gerade irgendwie. Ich kann mich nicht erinnern, noch ein anderes Leben eingesammelt zu haben. So viel steht schon mal fest. Oder leide ich schon an Alzheimer? Wahrscheinlich. Ich fühle mich schon steinalt. Liegt wohl daran... Naja, was soll's. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal beten, dass ich noch ein goldenes Portal kriege. Und ja, mal schauen, wie weit ich hier noch komme mit den goldenen Portalen. Ich habe zwar Angst, möglicherweise wirklich noch einen neuen Boss antreten oder ankämpfen zu müssen. Oder so, wie auch immer. Wir werden es ja sehen. Ich will mir die Spannung ehrlich gesagt eigentlich noch nicht vermiesen und es gibt ein goldenes Portal auf jeden Fall. So, wo bringt mich das hin? Bitte noch nicht zum Boss. Das wäre jetzt nicht sehr nett, oder? Okay, was soll's. Es ist ein Telefon. Oh, Freak. Also zumindest sind hier Telefonblöcke oder Telefonbarrieren bei. Auf jeden Fall hat er sehr fiese Bomben, denn die kann ich auch legen. Diese Bombe verfolgt mich auf jeden Fall, sofern er sie legt, wenn ich mich dieser Bombe einfach mal näher. Aber man kann es auch dazu nutzen, dass er selbst einfach mal dadurch in der Luft gejagt wird. Schöne Verfolgerbombe. Bei diesem Boss auf jeden Fall sehr notwendig. So fies wie der hier ist und ja, was machst du nun? Scheiße, er konnte meiner Bombe entkommen. So ein Mistkerl. Aber jetzt geht sie an den Kragen. Ha, eingesperrt. Scheiße, da ein Bombkick. Aber er ist schon erledigt. Was für ein lascher Boss. Ich fühle mich so verarscht von einigen Bossen in diesem Spiel. Naja. Leute, nach diesem Sieg geht es natürlich in dieses Portal und wir betreten mal wieder die dritte Zone nach dem neuen besiegten Boss. Es ist irgendwie ein tolles Gefühl, einen neuen Boss besiegt zu haben. Weiß auch nicht. Irgendwie gefällt mir das. So, was erwartet uns jetzt? Ein Wassergebiet. Die erste Zone von Super Bomberman 4 eigentlich. Und wieder mit der tollen Musik. Wie auch immer. Jetzt habe ich auf jeden Fall diese Scheißbomben, die ich hier eigentlich nicht unbedingt haben wollte, noch immer noch bei mir. Diesen Wasserfall kann ich hier Gott sei Dank nicht runterfallen. Aber diese Fliegen hier, wow, die hier einfach mal rumschwirren, können hier einfach mal durch diese Bäume durchfliegen. Ja, scheiße. Boah, gut, hätte ich diesen Bombkick nicht gehabt, dann wäre es jetzt mein Ende gewesen. Ich weiß, ich bin ein bisschen unachtsam hier teilweise, aber das passiert, wenn man hier nicht gut genug aufpasst. Aber lang lebe der Bombenkick, den ich ja noch bei mir habe. Sofern mir kein Tod passiert, wobei, was wird danach eigentlich als erstes aufgelöst? Habe ich mein Herz schon verloren? Wahrscheinlich noch nicht. Ich habe mein Herz noch. Ich habe noch ein Herz. Und ja, Schutzschild. Und jetzt kann ich erstmal schön hier alles in die Luft springen und es gibt ein goldenes Portal. Bestimmt wieder zu einem weiteren Wasserlevel. Ah, ich werde die Zone erstmal sowas von füllen. Es ist Zone 3.6. Immer noch alles schön grün und voller Wasser. Wenn ich dieses Wasser hier so sehe, dann freue ich mich wirklich schon auf den Sommer und aufs Schwimmbad, wenn ich mal wieder schwimmen gehen sollte. Würde auf jeden Fall nicht schaden. Ich meine, Schwimmbad ist schon toll, irgendwie auch im Freibad, wenn die Temperaturen wenigstens stimmen. Momentan ist es ja noch ein bisschen dürftig bei dieser frischen Brise, die ja draußen noch herrscht. Ich freue mich ja wirklich auf den Sommer, auch wenn es wahrscheinlich wieder ein extrem heißer Sommer wird, wie er ja in den letzten Jahren schon war, aber was soll's. Sommer ist trotzdem toll. Irgendwie mag ich den Sommer. Sommer ist wirklich toll. Sommer ist schön warm und man kann schön lecker Eis schlabbern, wenn man Hunger drauf hat. Ohne irgendwie Angst zu haben, dass man vor einer Erkältung steht. Anders als im Winter. Naja. So, weg mit dir, Fliege.
Ich muss hier erstmal wieder den Weg frei bahnen. Und es gibt zwei goldene Portale. Jetzt muss ich natürlich das hier gezwungenermaßen nehmen, das rechte. Weil das in der Mitte, das kriege ich jetzt nicht mehr. Übers Wasser kann ich ja leider nicht hüpfen. Bomberman hat es leider nicht gelernt, hier springen zu können. Wie er es im Bomberman Hero fürs N64 konnte. Oder kann. Wie auch immer. Ja, Leute. Wir sind mal wieder in einer Hightech-Zone. Irgendwie lerne ich hier nicht viel kennen. Bisher habe ich nur die Steinzeit, die Bäumchenzone, Bäumchenwasserzone und hier diese Hightech-Zone kennengelernt. Wobei die moderne Stadt habe ich auch schon betreten. Also habe ich alles... Nein, es gibt ja noch eine fünfte Zone. Das wäre ja dieses Ninja-Häuschen, welches ich noch nicht betreten habe. Gibt's das hier überhaupt in Super Bomberman 5? Müsste es eigentlich, weil sie ja hier alles aus den Super Bomberman Teilen übernommen haben. Aus den vergangenen Uhr. Und das wäre fast mein Ende gewesen. Naja, so weit, so gut. Und soweit erstmal zur Blockbeseitigung. Und die Rakete freut sich schon darauf, hier rüber zu kommen. Das, okay, so geht's auch. Das war jetzt zwar nicht geplant, aber es hat immerhin gewirkt. So wie das. Ich glaube, diese Mine ist doch praktischer, als ich dachte. Zumindest wirkt sie hier gegen diese Raketen verdammt gut. Und das finde ich schon mal verdammt genial. Momentan. So, wenn das so gut läuft. So habe ich wenigstens erstmal keine Angst, dass ihr mich erstmal leiden seht. Wenn ihr mich wirklich leiden sehen wollt, dann habt ihr erstmal genug Videos davon gesehen. Wo ich schon oft genug sterbe und ich habe mein Herz gerade verloren. Nein, das ist nicht gut. Praktische Verfolgerbombe und es gibt ein Leben. Aber leider auch wieder ein Portal, was ich leider schon betreten habe. Wahrscheinlich ein Boss, den ich schon bekämpft habe. Schade. Wirklich schade. Oder ist noch irgendwo eins versteckt, möglicherweise? Ich probiere es einfach mal noch aus, aber sieht nicht so aus. Nein, ist nichts mehr dabei. Okay. Dann ab ins Portal. Ich denke mal, da wird mich sowieso wieder der Boss erwarten. Oh, frohes Schaffen, Leute. Es ist natürlich bei mir der Muskelprotz. Eigentlich daran zu erkennen, dass er hier die ganzen Gewichte als Hintergrund hat. Und ich sollte mir wirklich diesen Bombenwurf mal zu Nutzen machen, wenn ich ihn schon drauf habe. Weil dadurch können wir die Bombe einfach mal in die nächste Bildhälfte werfen, was ich schon sehr toll finde. Die Gegner nutzen das ja auch zu ihrem Vorteil. Scheiße, das... Obwohl, doch, drittes ihn, ja. Ah, die Verfolgerbombe ist praktisch und sie wird ihn sowas von umbringen. Komm her, ich habe so eine nette Bombe an dich. Sie ist magnetisch. Sie steht auf dich. Sie ist ein Bomberman. Musko-Bomber. Ich nenne ihn einfach mal so. Hoffe, dass das nicht der richtige Name ist. Und es war's. Es gäbe eine Fähigkeit, mit der ich wieder durch Bomben laufen könnte. Und ab geht's wieder in die fünfte Zone. Hoffentlich in die fünfte Zone, in der ich noch nicht war. Es müsste ja auf jeden Fall ein neues Gebiet sein, jetzt wo ich das goldene Portal betreten habe. Aber lassen wir uns überraschen. Wo wir jetzt landen und das... Moment. War ich etwa echt noch in Super Bomberman 3 gerade? Ja doch. Steinzeit war die erste Zone in Super Bomberman 4. Was? Naja. Gut, sowas passiert mal. Ein kleiner Gedankenfehler. Egal. Noch kann die Möglichkeit bestehen, hier einen neuen Boss zu bekämpfen. Dann habe ich einer dritten Zone soweit alle Gebiete ja wirklich einmal zumindest gesehen, die es in Super Bomberman 3 zu sehen gibt. Und ich verscheuche hier einfach mal diese blauen Männchen, die einfach mal verscheucht werden müssen. So, und der Turm fällt. Ja. Es ist gefallen. Und wir haben diese Steinzeithöhlen Biester auf jeden Fall vernichtet. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die nennen soll. Naja. Mir wird vielleicht noch irgendwas Vernünftiges einfallen, bevor das Let's Play vorbei ist. Wer weiß. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Da, die, da, die. Naja. Okay. Zwei Portale habe ich zur Auswahl und es ist wohl klar, welches ich nehmen werde. Ich werde hier durch Blöcke laufen. Ich nehme das Goldene, ist ja wohl klar. Es beinhaltet ein Level, welches ich noch nicht betreten habe. Deswegen Gold, go for Gold. Oder irgendwie so in der Richtung. Und diesmal landen wir wieder in einer modernen Stadt, aber ich habe den Vorteil, ich kann hier einfach mal, scheiße, die Angst haben, dass diese Fernbedienungsbomben, geil. Ja, dass diese Knutsch-Knuddel-Hammer-Viecher hier einfach mal meine Bomben zerstören, aber dadurch habe ich jetzt wenigstens wieder Fernbedienungsbomben bekommen. So. Jetzt ist es echt angenehm, aber wenn ich jetzt keinen dummen Fehler mache... Ein Herz könnte ich jetzt verdammt nochmal gebrauchen. Wenn ich jetzt wirklich keinen dummen Fehler in diesem Spiel mehr mache,
Da komme ich auf jeden Fall gut voran und die Bosse sind ein Witz mit der Fernbedienungsbombe. Sofern ich sie richtig zünde und sie auch richtig zu meinem Vorteil nutze, dann ist alles in Ordnung. Ich kann ja jetzt alles, ich kann durch Blöcke, ich kann durch Bomben, ich kann alles. Ich habe die stärksten Fähigkeiten, die ich jetzt überhaupt kriegen kann und... Boah, denke ich erstmal keine Angst haben. Es sei denn, ich laufe in die verdammten Gegner. Toll, und das zum Ende des Videos. Na gut, Leute. Ich werde mich weiter in dieser Welt durch die Level beim nächsten Mal noch ein bisschen jagen. Deswegen verabschiede ich mich hier und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.